Am 1. Januar 1836 gab es die Ernennung eines Vizekönigs. Er hat hart dafür gearbeitet, dass Schottland mehr Selbstverwaltungsrecht bekommt. Robert von Galloway, der britische König, hasst ihn, sieht ihn als große Gefahr, denn Robert Galloway möchte natürlich schottischer König werden von einer unabhängigen, freien Nation. Aber das geht aktuell noch nicht. Noch müssen auch sehr viele Steuern gezahlt werden, sehr viele Abgaben an die britische Krone. Und ja, Robert von Galloway hat als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Parlament eingeführt, in dem es verschiedenste Abgeordnete gibt. Da hat er auch teilweise Regierungsparteien ernannt. Aber über viele wichtige Dinge dürfen eben die ganzen Abgeordneten abstimmen. Jetzt schauen wir doch mal, über was wurde denn bisher abgestimmt? Die koloniale Umsiedlung wurde bestimmt. Es wurde knapp beschlossen, dass Schottland Kolonien gründen soll. Das wird aktuell gemacht. Und ich weiß es gar nicht. Hatten wir noch ein Gesetz, was wir bisher geändert hatten? Wir haben auf jeden Fall noch beschlossen, dass zu Beginn, um Geld zu sparen, die Armee abgerüstet wird, komplett. Und dass die Marine verkleinert wird. Das wurde insgesamt beschlossen. Und das waren, glaube ich, so die wichtigsten Beschlüsse, die wir hatten. Und hier werden jetzt erste schottische Kolonien in Australien gebildet. Wir haben hier auch die schottische Nordinsel uns schon geholt. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das hier versuchen. Ich glaube, das hier versuchen wir aktuell nicht zu holen. Fidschi gehört auch schon Schottland. Vollständig, möchte ich meinen. Und wir könnten jetzt... Kanak gehört auch vollständig Schottland mittlerweile. Wir könnten jetzt überlegen, ob wir hier noch irgendwo tatsächlich weiter kolonisieren möchten. Dies sollten wir vielleicht mal zu Beginn uns einmal genauer anschauen, je nachdem, wie wertvoll hier noch irgendwelche Ressourcen sind. Okay, hier gibt es Holz und ein paar, ja, verschiedenste Lager. Walfängerlager. Was haben wir hier? Auch Walfängerlager. Bei Kanak war ja, glaube ich, Blei. Genau, das haben wir uns gesichert. Hier sind die Vereinigten Stämme, nebenbei bemerkt. Und hier jetzt Holzfällerlager. Auch hier gibt es Walfängerlager. Also, wir könnten jetzt nochmal ein bisschen aufs BIP achten. Das sind so 80.000 Einwohner. Und ein BIP hier von 16.000. Ja, hier ist es weniger auf jeden Fall. Das ist alles Tonga. Ja, hier haben wir auch 94.000, 18.000. Und hier ist eine sehr große Insel. Eine sehr große Insel, aber wenig Bevölkerung dort tatsächlich. Hier gibt es aber keine Walfänger. Haben wir schon irgendwo Walfänger? Weil dann wäre das gar nicht so falsch, diese Walfänger noch ein bisschen zu fokussieren. Hier haben wir Eisen. Hier sind auch schon Walfänger, aber da haben wir zu wenig Platz. Das geht nicht. Ich denke, wir sollten tatsächlich gucken, dass wir... Hier sind auch noch Walfängerlager möglich, okay. Aber ein paar mehr Walfänger-Anleger sollten tatsächlich in unsere Überlegung hineinkommen, sage ich als schottischer Vizekönig. Hier oben Walfängeranlage wäre theoretisch denkbar. Ich weiß nicht, wie schnell das hier kolonisiert werden kann. Und da hätten wir insgesamt 4 Walfängeranleger. Hier oben wären es 2 lediglich. Dafür aber mehr Bewohner und ein besseres BIP. Ja, dann versuchen wir doch mal noch die Bilur zu bekommen, oder? Würde ich vorschlagen. 379 Tage. Versuchen wir da noch ein bisschen hinzugehen. Alles klar, Avery. So, lang lebe Robert von Galloway. Das hört man noch gerne, Don Leon. Wir hatten um Versammlungsfreiheit debattiert. Ah ja, richtig. Es wurde knapp debattiert, ob es wieder eine Zensur gibt oder eine Versammlungsfreiheit. Richtig, es wurde sich ganz knapp für die Versammlungsfreiheit ausgesprochen. Ich erinnere mich. Das waren so die wichtigsten Dinge. Genau, und jetzt... Ja, es geht um Öl in Zukunft. Es geht um Öl in Zukunft. Piraja. Jetzt wollen wir über Anträge absprechen oder ja, debattieren im Parlament, die beim letzten Mal getätigt wurden.
Und zwar war tatsächlich der nächstliegende Antrag der, wo es um die Änderung des Wahlrechts ging, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Genau. Ich lese euch den nochmal kurz vor, dass ihr alle wisst, um welchen Antrag es gleich gehen wird. Dann von Aiden Prometheus, dem Sprecher der SHW, kam folgender Antrag. Der Stuhlkreis mit Haggis und Whisky stellt hiermit dringlichst den Antrag auf Einführung des allgemeinen Wahlrechts. Das Volk sollte in unserem Parlament repräsentativ abgebildet werden und nicht nur von Männern besetzt sein, die noch nie für ihr Brot schuften mussten und sich den Sitz mit ihrem Erbe erkauft haben. Wir fordern langfristig die Gleichheit aller Menschen im Land und dazu wäre das Wahlrecht für alle der erste Schritt. Stellt euch nicht dem Fortschritt entgegen und steht zu euren Bürgern. Reicht ihr ihnen die Hand, so werden auch sie euch die Hand in Freundschaft reichen für ein freies Schottland. Gut, das war der Antrag, meine Freunde. Und ich zeige euch auch gleich, um welche Änderung es gehen soll. Es geht darum, dass bei der Machtverteilung nicht mehr die Klassenwahl wichtig ist. Die bedeutet aktuell, dass nur wohlhabende Bürger eine Stimme haben und wer reicher ist, erhält auch mehr Stimmen, sondern das Ziel wäre es sogar über die Zensuswahl hinaus das allgemeine Wahlrecht. Alle erwachsenen Männer haben dasselbe Stimmrecht. Das ist aktuell der Vorschlag der SHW. Und ja, das können wir aktuell noch gar nicht umsetzen, sage ich als König. Aber wenn natürlich die Mehrheit des Parlaments das beschließt, dann müssen wir langfristig wenigstens darauf hinsteuern und darauf hinarbeiten, dass wir ein allgemeines Wahlrecht bekommen. Das würde wiederum bedeuten, dass wir bei einer der nächsten Wahlen versuchen müssten, ich mag es gar nicht sagen, als euer zukünftiger König, dass die Gewerkschaften und die Intellektuellen in die Regierung kommen und die Grundbesitzer und Industriellen nicht. Ja, das, ja, höchst fragwürdig. Ich würde sagen, ja, gibt es jemanden, der hier jetzt live die Stimme erheben möchte im Parlament und zu diesem Antrag sprechen möchte? Für das allgemeine Wahlrecht oder gegen das allgemeine Wahlrecht und dass es bei der Klassenwahl gibt? Was hören wir denn hier? Allgemeines Wahlrecht, dieser komische neumodische Kram zu meiner Zeit hat unser König noch für uns entschieden. Immerhin ist er von Gott eingesetzt. So ist es. Als treuer Anhänger der freien schottischen Kirche sehe ich mich natürlich auch von Gott gegeben. Gut, wie gesagt, falls jemand einen Redebeitrag machen möchte, dann einfach auf die Plattform Discord kommen und dort unter YouTube-Aufnahme streamen. Das habt ihr jetzt in einer Parallelwelt gehört. In das Erwartezimmer sich setzen. Dann könnte er oder sie jetzt live hier vor allen Schottinnen und Schotten eine Rede halten, für oder gegen diesen Antrag. Dafür würde bedeuten, dass man das allgemeine Wahlrecht einführt. Dagegen, dass es erstmal bei der Klassenwahl tatsächlich bleibt. So, Lord war sich noch unentschlossen. Ha, ich sehe ihn aber. Da ist er doch. Gregor MacLan, der wohl bekannteste Redner im Parlament und auch sein Gegenstück, der Antragsteller Prometheus, befinden sich im Wartezimmer. Sehr gut. Wir dürfen uns jetzt also auf eine schöne Debatte freuen, würde ich sagen. Oder da kommt mir die Idee, wir könnten ja sogar. Ich überlege gerade als König für dieses Parlament, wie wir das handhaben möchten. Wir könnten das so machen, jeder darf erstmal kurz alleine seine Rede halten und danach lassen wir die beiden Kontrahenten aufeinander los in einer wirklichen Debatte. Das nenne ich doch mal eine Idee, oder? Das ist doch mal ein Vorschlag. Ich würde sagen, dann erteile ich jetzt erstmal gleich dem werten Aiden Prometheus das Wort und er darf sich erstmal zu seinem Antrag, darf erstmal eine Stellungnahme geben. Der werte Aiden Prometheus darf gerne jetzt erst einmal seine kurze Rede für den Antrag halten. Ich danke euch, mein König. Ich hätte gerne meinem Widersacher den Vortritt gelassen. Aber Nun, der ja, kommen König wir hat es so entschieden, dass ihr anfangen dürft als Antragsteller. wohlan, wohlan. Also, mein lieber König, meine liebe Genossen und Genossinnen, wir sollten auf die mündigen Bürger setzen. Wir sollten allen das freie Wahlrecht geben, weil wir sollten uns nicht nur danach einordnen, wie viel verdienen wir, wie reich sind wir, sondern es sind doch alle Bürger Schottlands.
Und alle Bürger Schottlands, mündige Bürger, sind doch gut für den König nur und für dieses Haus. Deswegen sage ich, Arbeiter, stimmt zusammen ab, lasst uns dieses freie Wahlrecht einführen, damit wir alle mitbestimmen können und alle dieses Land zur Unabhängigkeit führen können. Hört, hört. Nun, vielen Dank für Ihren Redebeitrag. Ich würde Sie bitten, noch im Wartezimmer zu warten, denn ich habe durchaus vor, nachdem Gregor McLean auch kurz seine Antwortrede gehalten hat, dass vielleicht eine kurze Debatte zwischen Ihnen beiden gestartet wird. Ich würde Sie dafür wieder hier in dieses, auf das Sprachpult dann holen. Dem sei so. So, der werte Gregor McLean soll das Wort bekommen an und eine Antwortrede halten können gegen die Einführung des allgemeinen Wahlrechts. Nun, alle Schotten sind ja treue Anhänger der Free Church of Scotland. Und wäre es nicht ein Frevel, sich gegen diese gottgegebene Ordnung zu stellen, mit dem König an der Spitze und den wichtigen Bürgern, die die Macht im Staat halten und auch für die kleinen Bürger entscheiden? Wäre das nicht ein Frevel, den wir nicht begehen können? Fürwahr, fürwahr. Da stimme ich vollhaftig zu. Und Gott würde das sicherlich genauso sehen. Aber nachdem ich den Schotten ein Parlament zugesichert habe, soll es jetzt auch nicht nur bei einzelnen Meinungen bleiben, sondern auch beim Austausch von Wortgefechten. Dementsprechend bitte ich auch den werten Widersacher Aiden Prometheus wieder ans Rednerpult und eröffne jetzt äußerst gerne eine Debatte zwischen Ihnen beiden zum Austausch von Argumenten, Fragestellungen, was auch immer Sie machen möchten. Beginnen Sie gerne. Es ist doch kein Frevel, wenn die Bürger im Land alle miteinander abstimmen für richtige und gute Gesetze. Das hat nichts mit der gottgegebenen Ordnung zu tun. Schon im alten Griechenland haben die Menschen, und diese Zeit und diese Erfindungen verehren wir ja alle, haben die Menschen zusammen abgestimmt für die richtigen und wichtigen Gesetze. Und ich finde, wir sollten dieses alte Wahlrecht wieder einführen, auch bei uns, um den Fortschritt weiterzuführen. Es kommt ja nicht darauf an, wie reich jemand ist oder ob er da hineingeboren wurde, ob er schon immer da war. Das kann doch nicht ein Auswahlkriterium dafür sein, richtige Entscheidungen zu treffen, nur weil man in die herrschende Klasse hineingeboren wurde. Nun, das Problem liegt darin, dass wir eben nicht wissen können, ob der kleine Bürger auch die richtigen Entscheidungen treffen kann für das Volk. Denn wie lange hat sich die griechische Demokratie gehalten? Nicht sehr lange. Und dann schauen wir uns einmal, sagen wir, Systeme wie Frankreich an. Die Monarchie, die existiert dort seit bereits etwa gut fast 900 Jahren. Aber ist diese Monarchie nicht erst letztens mit großem Aufruhr gefallen? Und dann wurde sie wieder unterdrückt? Aber seht euch an, irgendwann wird das Volk sowieso die Macht an sich reichen. Wir sollten das lieber jetzt geordnet machen, anstatt dass die Bürger aufbegehren und es so wie in Frankreich kommt. Wollt ihr Revolution? Sie gerade an, den König stürzen zu wollen? Nein, ich nicht. Aber wollt ihr, dass die Bürger irgendwann die Schnauze so voll haben, dass sie den König stürzen? Das wollt ihr sicher nicht. Also ich sage, wir sollten alle frei wählen können. Und dann werdet ihr ja sehen, ob es wirklich der richtige Weg ist, dass die Reichen die Macht haben, dann werden sie auch gewählt werden. Wenn nicht, wird das Volk ermächtigen und die SHW wählen. Gut, ich habe das Gefühl, Argumente wurden ausgetauscht. Ich habe die Worte des Absetzung der Monarchie überhört und ähnliches, denn das wird natürlich, hoffe ich, niemals der Fall sein, denn das von Gott gegebene Recht ist durchaus meine Pflicht, dass es umgesetzt wird und dass ich von Gott auserwählt dafür sorge, dass Schottland in eine freie und unabhängige Zukunft geht. Aber natürlich nicht über das schottische Volk, sondern im besten Falle mit dem schottischen Volk entscheide. Vielen Dank für diese Redebeiträge, meine Herren. Vielen Dank. Ich werde sie nun zurück
in ihre Wartezimmer und in ihre Abgeordnetensäle bitten. So, nun, Argumente wurden ausgetauscht. Wir haben auch scheinbar Staatsbürger aus fernen Ländern, die bei dieser wichtigen Abstimmung und wichtigen Debatte angekommen sind. Der werte Helric ist zu uns gestoßen. Herzlich willkommen im schottischen Abgeordnetenhaus, im schottischen Parlament. Meine Wenigkeit Robert von Galloway begrüßt Sie recht herzlich. Wir stimmen jetzt über nichts Geringeres ab, als darüber, ob die Klassenwahl geändert werden soll, langfristig zum allgemeinen Wahlrecht. Klassenwahl aktuell. Nur wohlhabende Bürger bekommen eine Stimme. Wer reicher ist, erhält mehr Stimmen. Allgemeines Wahlrecht. Alle erwachsenen Männer haben dasselbe Stimmrecht. Darüber wird jetzt gleich abgestimmt. Ein wichtiger Hinweis, ein sehr wichtiger Hinweis, bei der jetzt kommenden Abstimmung wird nicht jede Stimme gleich zählen, denn wir haben ja noch die Klassenwahl. Eigentlich müssen jetzt nur die Industriellen und die Grundbesitzer zuhören, denn das sind die beiden reichen Interessensgruppen, die Geld haben. Ich würde dann darum bitten, dass sobald ein Grundbesitzer oder ein Industrieller abgestimmt hat, ich gehe mal da stark davon aus, dass ihr gegen den Antrag stimmt, dass ihr auf jeden Fall dann laut aussprecht bzw. schreibt, ich bin Grundbesitzer oder ich bin Industrieller und ich habe gegen den Antrag gestimmt. Dann können wir das nämlich so mit einrechnen tatsächlich. Und alle anderen Stimmen werden aber einfach gezählt. Ich denke, damit ist es jetzt allen klar. 3 Minuten sollten wir auf jeden Fall dafür nutzen, denke ich. Das ist eine sehr wichtige Abstimmung, die soll nicht so schnell wie möglich vorbei sein. Der werte Herr Platonius möge bitte die Abstimmung jetzt starten, sodass dann jetzt gleich alle ihre Stimme abgeben können. Seid ihr für den Antrag auf ein allgemeines Wahlrecht? Möchten wir Schottland in das allgemeine Wahlrecht führen? Ja oder nein? Ah, es ist knapp denn je. Wir sind aktuell bei einem Gleichstand, wenn man diese Stimmen doppelt oder dreifach zählt. Jede Stimme könnte jetzt die entscheidende Stimme sein, meine Herren im Abgeordnetenhaus. Die letzten Sekunden für die Abstimmung und tatsächlich, ich kann es kaum glauben, wir haben keinen Gleichstand, wir haben eine Entscheidung und zwar haben wir hier noch den werten Partykracher, das kann nur ein reicher Grundbesitzer sein, der gerne wahrscheinlich auf Feiern geht, er hat noch geschrieben, ich bin ein Großgrundbesitzer und habe natürlich für Nein gestimmt, damit haben wir nochmal 2 Stimmen extra, die für Nein sind, tatsächlich. Ja, und damit haben wir ein amtliches Endergebnis. Sehr knapp, möchte ich an der Stelle anmerken. Aber 12 Abgeordnetenstimmen wurden sozusagen für Ja gezählt. Und 14 Abgeordnetenstimmen für Nein. Und damit ist offiziell dieser Antrag abgelehnt worden über das allgemeine Wahlrecht. Die Klassenwahl bleibt tatsächlich zunächst einmal bestehen. Hört, hört, auf die Demokratie ist Verlass. Die Vernunft hat entschieden, so sei es. So ist es, so ist es. Was hören wir da? Schaut nach Frankreich! Da haben sie es versucht mit dem allgemeinen Wahlrecht. Und was ist passiert? Ein mörderischer General hat sich erneut zum Kaiser aufstellen lassen. Richtig so. God save the King. Manipulation? Niemals. Wir haben die Klassenwahl. Manche Stimmen müssen einfach dann mehr zählen, logischerweise. Ich lehne ein Parlament grundsätzlich ab. Nur der britische König ist die Autorität. Was? Wir haben einen Briten hier im Parlament. Das ist ja eine Schande. Der britische König ist... ihr meint die britische Königin Victoria, oder? Ist hier die Autorität? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, die treuen Anhänger von Queen Victoria können sich mal ganz nach hinten anstellen. Sowas.
Also, wenn ich da noch etwas höre, dann wird ausgepeitscht. Öffentlich. Und schaut an, meine werten Schotten und Schottinnen. In dem Punkt sind wir uns doch wieder einig. In unserem Hass gegen die Briten. Der vereint uns. Ob jetzt allgemeines Wahlrecht oder Klassenwahl. Wir wollen ein freies und unabhängiges Schottland. Weg von den Briten kommen. Das ist unser Ziel. Das ist unser Weg. Und ich werde von Gott gegeben meine Stellung nutzen, um Schottland in eine Freiheit, eine glorreiche Freiheit zu führen. Das ist der Weg. Sehr gut, sehr gut. Nehmt diesen Revoluzer fest! Nieder mit dem Verräter! Ah, wir haben noch einen Grundbesitzer scheinbar vor Ort, Wodan von Edelsburg. Willkommen, willkommen. Für den König und Schottland. Räumt die Lokale mit Gewalt, wenn es sein muss. Werft sie in den Kerker. Nur Westminster ist relevant. Glorreiche Freiheit ohne freie Bürger. Wenn sich das Volk mit ihrem Brot nicht zufrieden geben, dann sollen sie halt Kuchen essen und sich nicht in die Politik einmischen. wohlgesprochen, werter Makler. Nun, wir haben über diese wichtige Debatte abgestimmt. Jetzt würde ich sagen, müssen wir mal wieder unser Land führen und vorantreiben. Da haben wir die Pharmazeutika, jetzt auch in Schottland. Wir sind ja auf dem besten Wege, hier eine große Kolonialnation werden zu wollen. Dementsprechend werden wir jetzt selbstverständlich sofort das Chinin holen. Und nach dem Chinin, hoffentlich haben wir schon den Nationalismus, sodass wir dann auf die Zivilisierungsmission gehen können. Und danach die Malaria-Vorsorge. Denn sonst können wir in Afrika nicht gerade gut kolonisieren, nicht wahr? Nun, mit dem König in die glorreiche Freiheit. Durchaus, durchaus. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hohe Spannungen in den Kolonien. In Ordnung. Teure, ja, Militärwaren. Das ist ein wenig der Artillerie. Das ist der britische Markt. Das ist jetzt natürlich äußerst schwierig, da dagegen zu arbeiten. Wir haben auch schon einige Dinge, die gerade gebaut werden. Natürlich könnten wir überlegen, ob wir langfristig eine Waffenfabrik noch aufbauen möchten. Denn aktuell haben wir tatsächlich noch keinerlei Waffenfabrik. Und sagen wir mal so, wir werden langfristig Waffen benötigen, nicht wahr, meine Herren und Damen? Wir werden Waffen benötigen. Haben wir aktuell Arbeitslose? Ja, kaum, kaum, tatsächlich. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass hier unsere Infrastruktur überlastet wird, wobei sie hier oben nicht gerade gut ausgebaut ist in den Highlands. Also die Fabriken werden wir doch, denke ich, hier unten nach wie vor bauen. Planen wir doch mal langfristig eine Waffenfabrik tatsächlich ein. Eine eigene Waffenfabrik ist doch ein guter Weg. Langfristig für die Unabhängigkeit von den Schotten, würde ich sagen. Nicht wahr? Nicht wahr? So, wir haben natürlich immer noch niedrigen Marktzugriff in unseren Kolonien. Das ist mir durchaus bekannt. Dies ist mir durchaus bekannt. So, geldtechnisch sieht es leider gerade auch nicht so gut aus, da unsere Bauindustrie und vor allem die Steuern an die Briten sehr teuer sind. Eisen kostet uns gerade Massen. Unfassbare Massen. Da es zu wenig im britischen Empire gibt. Zu wenig Eisen. Deswegen ändern wir das. Und importieren ein bisschen was. Und wieder sind die Briten das Problem. Ja, richtig. Oh, hier wird schon... Hier werden andere schon als Ketzer dargestellt. Aber die Antwort ist, ich vertraue darauf, dass Gott gerecht ist und euch einsehen lässt, dass es Gerechtigkeit in Form von Gleichberechtigung braucht. Was höre ich da von draußen rufen? Das schottische Volk ist alles, der König ist nichts. Und nieder mit den Briten! Also zum Glück hat dieser einfache Bauer noch nieder mit den Briten ausgerufen, sonst hätten wir ihn gefangen nehmen lassen. Sowas. Der König ist nichts. Wenn ich das noch einmal höre, werdet ihr hier von unserer Berufspolizei raus eskortiert. Tatsächlich sind wir Schotten nicht mehr katholisch im Jahre 1843. Wir sind tatsächlich Teil der freien schottischen Kirche, die eine
eine Abwandlung des protestantistischen Glaubens ist. Man denkt, man kann es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Wo sehen wir denn das? Hier. 83% der Schotten sind protestantisch. Ja, sehr wohl, mein König. Eine Waffenfabrik für unsere royalistischen Kräfte. Durchaus, durchaus. Muss ich wohl nach Irland auswandern? Ja, wenn man den Katholizismus sucht, vermutlich ja. So, aber wir haben den Nationalismus. Das gibt uns nochmal ein bisschen mehr Autorität als König für die Nation. Wir könnten jetzt entweder noch einen Erlass erlassen. Wir könnten versuchen, ja, ich glaube, das wäre eine durchaus gute Idee. Oder wir müssen noch eine Steuer erlassen, denn wir haben ja leider große Geldprobleme. Es gab allerdings einen Antrag, der mit der Mehrheit angenommen wurde, dass ich keine Steuern auf Luxus, auf Luxusdinge erheben darf. Das heißt, ich darf keine Steuer erheben auf Luxuskleidung, Tee, Opium, Luxusmöbel oder Porzellan. Ich denke, erst wieder Kaffee wäre erlaubt, aufgrund des Beschlusses des Parlaments. Und ich denke nicht, dass sich der Kaffee wirklich lohnen würde. Dementsprechend werden wir dafür sorgen, dass einfach in die Highlands ein paar mehr neue Leute kommen, die dort arbeiten wollen. Nein, 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 keine Sorge, euer Kaffee ist auch sicher. Aber wir haben leider bald ein Geldproblem. Und ich weiß noch nicht, wie wir das in den Griff bekommen können.